Ja, hallo Nation, zu einer neuen Folge von Pulstorm. Ich wollte gerade schon sagen, zu einer weiteren, aber dann wurde es doch zu einer neuen. Ja, und heute wird etwas Unglaubliches passieren. Und zwar ist es nämlich so, dass ich heute mit euch zusammen in Pulstorm enorm, wirklich enorm viel tauchen möchte. Vielleicht, ja, ihr habt das schon eventuell so im Gedächtnis, ja, weil eben da Tag der versunkenen Schätze steht. Das hat auf jeden Fall was damit zu tun, aber vor allem auch nochmal wegen etwas anderem. Und zwar, weil wir hier jetzt mittlerweile schon ganze 655 freie Tauchgänger zusammengesammelt haben. Wir könnten zwar schon 700 haben und das wäre dann sozusagen über meiner Lieblingszahl 77, 77, 700, 7777, 777 und 770, bla bla. Okay, das gleiche übrigens mit 3 und mit 12. Müsst ihr nicht verstehen, aber egal, machen wir mal weiter. Genau, und zwar will ich heute 655 Mal tauchen. Ich selber, Schande über mein Haupt, leider habe ich nämlich mal die blutige Haken, diese Bonuskarte und danach sofort die grüne Bonuskarte verkackt. Warum verkackt? Für alle Leute, die es noch nicht ganz wissen, ihr könnt euch erstens mal auf jeden Fall gerne das Pulstorm Tipps und Tricks für alle Anfänger Video angucken. Da habe ich nämlich alle diese Tipps zusammengefasst. Unter anderem war da einmal ein Tipp, dass man alle diese drei Bonuskarten, einmal die braune, also blutige Haken, grüne, schwarze Rum und die rote Schützenfest, diese drei voll lassen soll, bevor man nicht voll Bombers ist, um dann diese Voodoo-Karte immer wieder voll zu tauchen, denn automatisch kriegt man natürlich diese drei Bonuskarten nicht mehr, aber dafür nur noch Voodoo-Karten. Genau. Aber das soll nicht alles sein. Wenn man nämlich die freien Tauchgänge vertaucht hat, dann kann man ganz gechillt mit Diamanten weitertauchen. Normalerweise kostet dann ein Tauchgang 100 Diamanten, aber an dem heutigen Tag kostet das Ganze nur 50 Diamanten, weil wir eben den Tiefseetauchtag haben. Genau, und ich werde jetzt in einem Zeitraffer für euch, genau, einfach auf automatisch klicken und werde anfangen zu tauchen. Ich werde das Ganze mal ein bisschen betrachten. Ich weiß noch nicht genau, ob ich eventuell die ganzen Kartenteile sogar mitzähle. Mal gucken, ob ich das mache. Werden wir auf jeden Fall sehen. Dann, wie das Ganze dann mit den Diamanten abläuft. Da ich diese drei Bonuskarten versaut habe, habe ich mir selbst als Strafe gesetzt, dass ich beim nächsten Mal, wenn Tiefseetauchtag ist und ich über 30.000 Diamanten habe, ich 30.000 Diamanten vertauchen werde. Und das muss ich tun. Und dann muss ich noch die ganze Zahl aufrunden. Das heißt, wenn wir 30.000 haben, auf- oder abrunden, je nachdem, wie es ausgeht, wenn es in 10.000er Schritten. Genau, und wenn wir es dann 30.000 Diamanten vertaucht haben, dann haben wir 14.000. Das heißt, ich muss nochmal 4.000 Diamanten vertauchen. Und erst wenn wir genau 10.000 Diamanten haben, erst dann darf ich aufhören zu tauchen. Das wird enorm lange dauern und ich bin echt mal gespannt. Eigentlich ist es so, wir können uns das eigentlich ganz kurz ausrechnen. Ich hole mal den schönen Rechner raus. Rechner. Ich habe falsch geschrieben. So. Das sieht auch schon recht. Ich habe extra mal eine Bildschirmaufnahme gemacht. Genau, und wenn wir jetzt nämlich dann erstmal die 655 natürlich, aber wir können auch 14.000 und, ach, da klebt noch der Zettel, warte mal. So, kurz den Zettel weggekippt. So, und zwar, wenn wir jetzt nämlich ganze 30.000, 34.000 und 450 ist doch mal ein guter Anfang. 34.000 und 450, genau, so wäre das dann nämlich. Wenn wir diese dann einfach dividiert durch 50 machen, kriegen wir ganze 689 Tauchgänge. Plus, das müssen wir noch bedenken, 655 Tauchgänge von dem hier. Das sind 1.344 Tauchgänge. Plus, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir alleine durch diese Joker immer wieder Plus kriegen. Das heißt, alleine dadurch, glaube ich, können wir auf 1.500 freie Tauchgänge kommen. Und warum jetzt dieses ganze Gerechne, das kennt ihr doch schon. Weil ich mache das aus Prinzip immer so. Okay, nee, aus Prinzip ist das nämlich so, da würde man jetzt in dem Fall sagen, man kriegt insgesamt
wenn man jetzt so einen Durchschnitt macht, dividiert durch 10, kriegt man 150 Kartenteile. Das ist eigentlich schon richtig stark. Und dann sage ich noch so, also die meisten Leute sagen ja, nee, es ist dividiert durch 10, alle 10 Tauchgänge kriegt man eine Bonuskarte. Aber ich erhöhe das Ganze. Ich glaube nämlich, dass wir es schaffen mit dividiert durch 7,5. Das heißt, wir können eventuell ganze 20 Kartenteile bekommen. Weil einfach mir aufgefallen ist, dass wenn man freie Tauchgänge hat und allgemein halt einfach viele Tauchgänge hintereinander macht mit diesen automatischen Dingens, dass man da noch einfach viel mehr kriegt. Das heißt also, dass wir von diesen 200, so, hier ist der Rechner noch, wenn wir von diesen 200 erstmal hier minus 14 abziehen, das ist das Erste. Dann hier minus 48 und dann hier minus 4, 36. Bleiben uns am Ende noch 102 Stück übrig. Und somit würde es heißen, dass sich die Voodoo-Karte fast ausgehen würde. Und selbst wenn nicht, dann könnten wir eventuell einfach sagen, YOLO, kommt, wir müssen jetzt die Voodoo-Karte freikriegen. Ob wir das schaffen oder nicht, das könnt ihr natürlich jetzt schon in die Kommentare reinschreiben. Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Heute alle Karten komplett vollzutauchen. Das wird auf jeden Fall interessant. Deswegen würde ich sagen, ja, habt viel Spaß beim Zusehen. Ich mache einfach den Zeitraffer rein und hoffentlich noch ein bisschen Piratenmusik oder einfach nur ein ganz cooles Dubstep. Bis dann! Alter, da sind wir wieder. Oh mein Gott. Ich kann es nicht anders ausdrücken als oh mein Gott. Normalerweise sage ich das nicht, aber es ist wirklich krass. Leider. Natürlich, es stimmt, wir haben nur die Hälfte von der Voodoo-Karte vollgekriegt. Da bin ich selber ein bisschen traurig. Ja, aber ich muss eigentlich sagen, grundsätzlich von dem normalen Durchschnitt her,
wäre es sich ausgegangen. Und es hat auch, also egal wie, man muss sagen, es ist auf jeden Fall richtig krass. Wir haben die komplette Karte blutige Haken vollgetaucht, die komplette schwarze Rum, die halbe rote Karte und nochmal ein Viertel von, oder das, ein Drittel, nee, ein Viertel von der Voodoo-Karte. Richtig stark. Also egal wie, wir können uns mega freuen. Wir sind ganz knapp vor der Voodoo-Karte. Warum ich jetzt aber aufgehört habe, ich möchte auf jeden Fall, wir können hier nochmal die Joker benutzen. Hier, damit wir die nochmal leer kriegen. Okay, jetzt. Ja, es ist auf jeden Fall so, warum ihr jetzt schon bei 20.000 aufgehört habt. Das Krasse ist, wir haben durch das, dass wir sie jetzt hier jetzt gerade gemacht haben, enorm viel erstmal weitergebracht. Erstens mal, bei Sobek 2 Schatzkiste, da war immer der Auftrag, tauche so und so viele Male am Tag, das weiß ich. Da wusste ich schon, ja, das werden wir definitiv vollkriegen. Wir haben bei Level 9 90 Donnerschlagraketen bekommen. Immer wieder Stahlharpunen, immer wieder Diamanten. Also wir haben Level 8 fertig gemacht, Level 9 und Level 10 jetzt. Das hat enorm viele Diamanten dazu gebracht. Das waren sicherlich um die 3000 Diamanten, auch hier am Ende nochmal 1250, die was wir hier zusammengekriegt haben. Genau, und wir haben 176 Donnerschlagraketen, richtig krass. Aber das war noch nicht alles, genau deswegen. Wir haben nämlich hier die Kirus-Schatzkiste 2 fertig gekriegt. Warum genau? Ja, weil wir die rote Karte freigeschaltet bekommen haben. Und durch diese Kirus-Schatzkiste haben wir 7500 Diamanten bekommen. Und hier nochmal ein bisschen anderen Kram, den wir leider nicht mehr so wirklich brauchen. Ja, okay, Friedensstifter können wir tatsächlich drauf tun. Das können wir gegen große Kriege auswechseln. Schlachtruf ist auch cool. Wir haben ganze 35 Stunden diesen, also wir haben ganze 35 Mal einen Stundenbuff, den ganz wichtigen. Lunas Präzision und Lunas Schutz haben wir auch gekriegt. Also das war wirklich richtig stark. Und was natürlich super ist, wir können jetzt die Karte hier zweimal spielen, diese und diese. Das war auch richtig stark auf jeden Fall. Warum ich jetzt aufgehört habe, kann ich das Ganze wieder erklären. Wir könnten natürlich jetzt noch bis zu 10.000 runterfahren. Ich bin leider schon ein bisschen zu blöd zu rechnen. Ich glaube, man hätte da noch 100 Tauchgänge. Ich bin mir nicht sicher. Ne, 200 Tauchgänge hätte man noch. Ja, das wäre natürlich möglich, aber ich sage einfach mal so, wir würden maximal noch 20 Kartenteile bekommen. Und mir ist aufgefallen, umso mehr, länger wir schon tauchen, umso weniger Kartenteile bekommen wir. Jetzt zum Schluss wurde es enorm wenig. Das ist der Grund, weshalb ich dann aufgehört habe. Weil ich glaube, dass wir mindestens nochmal 30.000 Diamanten bräuchten, um die Karte wirklich, die Voodoo-Karte wirklich voll zu kriegen. Man kriegt anscheinend bei der Voodoo-Karte selber zwar enorm viele Diamanten pro Durchspielen und das glaube ich auch, das habe ich auch schon öfters gehört. Anscheinend, wenn man die Voodoo-Karte gespielt hat, dann am Ende hat man insgesamt 7.000 Diamanten und halt die Endbelohnung bekommen. Das ist natürlich eine super Sache, aber trotzdem möchte ich das Risiko erstens einfach nicht Hey, eingehen und ich wake up. glaube, dass es anders besser also funktionieren könnte. Ich wurde gerade angestupst. Ja, jedenfalls. Das waren mal die wichtigsten Sachen. Also es ist enorm krass, wie viele Diamanten wir dadurch noch bekommen haben. Also über 10.000 mindestens. Genau, erstens, weil wir können ja eben jetzt 6-mal Bonuskarten spielen. Und was wirklich auch noch enorm, enorm, wirklich enorm krass ist, wir sind mit den Stahlkugeln. Wir haben angefangen bei 50.000. Wir haben jetzt 73.000 Stahlkugeln circa dazu bekommen. Ich würde sagen 70.000. Es ist mega stark, die gehören natürlich auch gespart, aber es ist mega cool, dass wir da über 100.000 sind und unter 100.000 werde ich auch definitiv nicht mehr mit den Stahlkugeln geraten. Egal was passiert, unter 100.000 gehe ich mit denen nicht mehr und wir haben auch hier bei den Stahlharpunen wieder enorm viele dazu bekommen. Also das ist echt krass. Also was wir noch alles so an Zeug bekommen haben, dadurch ist wirklich krass, 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 krass. Dann leider, ich habe immer wieder Internetprobleme. Das seht ihr auch hier, dass alles länger lädt und so. Was wir auch bekommen haben, sind natürlich jede Menge 10-Pfünder. Jetzt weiß ich, was die großen Spieler immer meinten, von wegen, ja, nee, man kriegt mit der Zeit immer mehr 10-Pfünder und 10-Pfünder. Wir können auch das hier mal draufpacken, aber es fallen halt immer eine gewisse Anzahl an Kanonen runter vom Schiff. Ja, also es geht endlich voran. Wir haben eben die frü fünf Friedensstifter bekommen, die auch stark sind. Sind ja besser als große Krieger und
Ja, wir haben schon 9 bombastische jetzt. Also es ist wirklich enorm krass, was wir jetzt so an Sachen gewonnen haben. Wie es eigentlich so entlang gegangen ist. Was auch noch cool ist, wir haben auch, genau, wir haben hier jetzt auch 19 Kaperbriefe. Ich glaube, wir hatten 5 Stück oder so oder 2, 3 Stück. Ich weiß es nicht genau, aber jedenfalls sehr wenig hatten wir von denen. Auch von denen haben wir jetzt eben automatisch wieder mehr. Also, auch wenn ich euch jetzt die ganze Zeit zugequatscht habe und ja, es wird sehr interessant, die Folge zu schneiden, weil, ach nee, vergiss es einfach. Ich habe auch zwischendurch mal die Karte gewechselt, weil ich dachte, ja, eventuell funktioniert da doch dieser angebliche Mythos. Aber nee, er hat nicht funktioniert, dass man eben auf anderen Bonuskarten, auf anderen Karten besser Kartenteile bekommt. Ja, aber das war es jetzt auch schon mal. Ich bin mega K.O. Ich glaube, ich habe mir währenddessen zweimal was zu trinken geholt. Ich war auf der Toilette, ich habe ein Handyspiel gespielt, weil es wirklich tatsächlich 30 Minuten lang gedauert hat. Also auf jeden Fall mega krass. Ich empfehle euch auch, wartet mit den Tauchgängen. Und ich glaube, es kann auch sein, ich habe einmal getaucht, ich weiß nicht, wo es genau war, in Baku, glaube ich, da habe ich freie Tauchgänge gehabt. Und ich glaube, ich hatte so circa 300 freie Tauchgänge und ich habe enorm viele Kartenteile bekommen. Ich habe immer oft habe ich hintereinander enorm viele bekommen. Ich werde beim nächsten Mal auch definitiv tauchen in Baku. Ja, wie gesagt, ich muss mir die Tauchgänge jetzt nicht mehr zusammensammeln. Das heißt, ich kann jetzt immer wieder einfach tauchen. Ich werde trotzdem aber einfach so warten. Ja, wenn ich 100 Stück Tauchgänge habe, dann werde ich mal wieder tauchen gehen. Genau, und das ist eigentlich so der Fakt. Also außer ihr wollt, dass ich wirklich nochmal sage, jo, ich werde zum Beispiel jetzt wirklich öftere Male, oh Gott, ich höre mich gerade selber. Ekelhaft ist das, ich muss das letzte wieder drauf tun. Genau, weil wenn ihr sagt, dass ich wirklich nochmal so eine richtige Tauchreihe machen soll, also dass ich enorm viel an einem Tag tauche, das könnt ihr natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr da Lust habt. Und das war es jetzt auch erstmal. Ich bin mega geflasht. Ich muss jetzt erstmal diese Bonuskarten durchspielen, sobald mein Internetprovider sagt, yo, wir haben jetzt wieder alles unter Kontrolle. Ja, denn in letzter Zeit habe ich enorme Internetstörungen. Immer wieder mal habe ich Standbild, alles schmiert ab. Das ist mega nervig. Es geht mir auch ziemlich auf den Piss, aber was will man machen? Ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.